Was sie mal labern. Was ist mit diesem Heiler? Ich bin gelaufen. Hab mich um meine eigenen Sachen gekümmert. Mann, oh Moin. Das ist aber gruselig. Hey. Suche Shiny, wo ist die? Shiny, Junge, komm nach Hause. Reicht hin jetzt hier. Ah. Schluss mit den Faxen. Lass uns leben. Komm ja nicht ja. näher. Ich warne dich. Ja. Hä? Ist aber auf dieser Höhe. Ist aber die Höhe. Feuer mag uns beschützen, aber nimm dich vor den Sachen. Ach, da ist die Tür. Schlimmer als Gaul. Au! Ah, wie schön, dich zu sehen. Du und Dudu, ihr kennt euch gut? Dudu. Ja, obwohl er nie viel über sich selbst gesprochen hat. Früher war er wohl ein Kaufmann. Mhm. Dudu hatte schon immer ein Händchen für den Handel. Aber er war wohl zu aufrichtig, um in Novigrad reich zu werden. Ich habe ihm das auch immer gesagt. Er kann seine Gestalt so oft er will ändern. Aber letztendlich kommt immer seine Anständigkeit durch. Wahrscheinlich konnte er sich darum nie in Rollen wie Meuchelmörder oder Tyrannen zurechtfinden. Aber einen Diener oder den Geist des alten Königs konnte er prima spielen. Ich hätte ein Anliegen. Ich müsste mir eine Requisite leihen. Eins der Schwerter für Bühnenschlachten. Huch, wozu brauchst du denn das? Weiß ich nicht. Rittersporn behauptet, es wäre unverzichtbar. Oh ja, ich habe mir schon gedacht, dass Meister Rittersporn was damit zu tun hat. Ich hoffe doch sehr, dass er mir keine Konkurrenz machen will. Bitte sehr. Danke. Ich versuche es nicht zu beschädigen. Bis dann. Triff Rittersporn nach Einbruch der Dunkelheit bei... Ja, machen wir. Sieh dir den Mutanten an. Schwerter? Vor einem Sturm kann man es nicht sicher. Aber nicht vor Piraten aus Skellige. Donnerschlag! Was für ein Schlag! Donnerschlag, sagt er. Oh, ein bisschen hungrig bin ich gerade. Sag mal, mein Magen. Mein Magen sagt, Hunger. Ich hab doch noch eine Ananaspizza, glaube ich. Nee, heute gibt's, glaube ich, mal Brot. Geh davon aus, dass ab sofort jeder Schritt von dir beobachtet wird. Jo. Diese Jugend heutzutage. Alle weichen der Birne. So. Ah, na endlich. Also, dies ist der Plan. Sophronia liebt Abenteuerromane. Ich könnte für sie zum Helden werden, indem ich sie vor einem Banditen rette. Sie wird mir aus der Hand fressen und auf jeden Fall das Geld leihen. Mutant ist immer noch das Beste. Ich Mutant soll der ist super. Bandit sein? Ich wusste, es würde dir sofort einleuchten. Das könnte wirklich klappen. Ich habe deinen Text schon geschrieben. Was hast du geschrieben? Damit du weißt, was du bei dem Auftritt sagen sollst. Und deine Maske. Setz sie auf. Sophronia darf dich nicht erkennen. Aber... Keine Zeit. Sophronia kommt. Halt dich an den Plan. Wir treffen uns morgen im Rosmarin. Sofort stehen bleiben. Was soll das? Hilfe! Zu Hilfe! Pechtag, meine Dame. Her mit der Börse. Nicht so schnell! Weg mit dem Schwert, Halunke! Das ist die erste und die letzte Warnung. Rittersporn? Fürwahr! Wobei der Abschaum dieser Stadt mich den Roten Rächer heißt. Wohl eher rote Pissnelke. Ruhe, Gewürm! Der Tag soll dich reuen, da du geboren wurdest. Wanda!
Ich bin getroffen. Ins Haus, rasch, da kriegt ihr uns nicht. Ewiges Feuer, was willst du von uns? Lass ab. Dieser Bösewicht läuft gleich weg, ich bin sicher. Er würde sich doch nicht von der Wache schnappen lassen. Nicht wahr? Griff hat das voll am Morgen im Rosmarin und Thymian. Ey, was für ein Name, ey. Okay. Gehen wir zu Rosmarin und Thymian. Oh, so ein Pech. Achso, zeig mal die neue Lampe. Okay, ist sie heller als die Fackel? Ja, ne? Glaub schon. Können wir scrollen? Mal gucken. Ja, doch. Ja, die Fackel gibt so ein bisschen mehr Kreislicht, ne? Und die hier gibt so eher nach vorne Licht ab, ne? Ja, ja. Finsternis. Überall Finsternis um mich herum. Gefummelt wird nicht. Oh, pass auf, wo du hintrittst. So, am Morgen kann ich da drin eigentlich auch pennen. Ja, geht auch, okay. Hier 80 GB ist noch. Ja, 77. Das muss ein Missverständnis sein. Ihr seid zu früh. Heute war ausgemacht und heute sind wir da. Das Material ist komplett und meine Truppe kann's kaum erwarten. Wir fangen an, so wie unsere hübsche Regisseurin sich in Sachen Dekoration entschieden hat. Aber Rittersporn hat doch gar nicht das Geld für euch. Doch, hat er, wie sich zeigt. Jedenfalls bald. Er arbeitet dran. Siehst du? Alles in Butter. Würdest du also endlich entscheiden, welchen Stil das Interieur haben soll? Sachse, mein Lieber, grüß dich. Dankeschön für deinen Raid. Grüße, Grüße. Danke, Ecki, fürs SO. Was fragt ihr mich? Na, die holde Dame kann sich offenbar nicht entscheiden. Und Meister Rittersporn sagt, dass er hin und her gerissen ist zwischen Boudoir-Stil und Theaterdekoration. Aber dass er uns Bescheid geben würde, so wie wir eintreffen. Und hier sind wir. Aber die Entscheidung steht noch aus. Die Dame ist ganz überrumpelt, dass sie wählen soll, obwohl doch die ganze Renovierung eindeutig ihr zuliebe stattfindet. Mir zuliebe? Mir zuliebe jedenfalls nicht. Ich hoffe dir auch, Sachse. Würdest du jetzt bitte entscheiden, bevor mir eine Ader platzt? Ich weiß nicht, was Rittersporn gefallen würde. Geralt, du kennst ihn länger. Sag du was. Puh. Ihr seid beide Bühnenkünstler und Kabarett ist eine Form des Theaters. Das sollte sich im Interieur spiegeln. Eine wunderbare Wahl. Endlich. Meine Herren, Schluss mit den Nasebohren. An jo, die Arbeit. Sorry. Max, was hast du Schönes gespielt? Was gab's bei dir heute? Achso, das steht da, ne? Bus, okay. Ja, dieses Kabarett muss ja toll sein. Seit Rittersporn den Laden hier geerbt hat, redet er von nichts anderem. Ich hätte nur nicht gedacht, dass er zur Tat schreitet. Und so schnell. Wer weiß, vielleicht wird er jetzt sogar häuslich. Er muss ja das Geschäft im Auge behalten. Wer hätte das geahnt? Ich bin auf alles zu dem Raid gehört. Ah, okay. Leute reden. Auf jeden Fall danke für deinen Raid und dir noch einen schönen Abend. Reden wir vom selben Mann? Von Rittersporn, der in einer Nacht ein Vermögen verliert, für das man halb Novigrad bekäme? Aber er kann auch verantwortungsvoll sein. Er bezahlt jeden pünktlich, der für ihn arbeitet. Und er hat noch nie einen Auftritt versäumt. Hoffentlich ist eure Eröffnung nicht das erste Mal. Er ist immer noch nicht hier. Na, er hat gesagt, dass er zu Polly geht, unserer Choreografin, sobald er das Geld hat. Sie hat die letzten Proben versäumt. Er wird ja wohl nicht in Schwierigkeiten sein. Bei Rittersporn ist alles möglich. Mal sehen, ob ich ihn finde.
Okay. Finde Rittersporn. Rittersport. Ich muss immer an Rittersport denken, ey. Oh, in Rittersporn ist ja das Wort Porn drin. Hilfe. Rette mich. Was ist es denn? Achso, nur 100 Schritte. Okay, dann geht das so. Du bist wohl krank. Ich diene dem ewigen Feuer. Deine schiere Abwesenheit ist eine Beleidigung des ewigen Feuers. Was ist da los? Rüpel. Hier gibt's Ärger. Kommt aber nicht rein. Ah, ja, den ist egal. Das ist nicht mein Ärger. Rittersporn ist ständig in Schwierigkeiten. Die sind irgendwie alle ständig in Schwierigkeiten, aber Rittersporn übertreibt, ja. Da klopft er. Ja. Ja, mal kurz mal klopfen lassen, ja? Ja, reicht auch. Achso. Polly. Pony. Pony. Was ist denn das für ein Krawall? Polly und ihr schwachsinniger Verlobter streiten sich. Sie ist in dieser Stadt die Einzige, die sich mit Choreografie auskennt. Und dieser Armleuchter lässt sie nicht für mich arbeiten. Moment mal. Was machst du hier eigentlich? Wir wollten uns doch im Rosmarin treffen. Wollten wir, aber du bist nicht aufgekreuzt. Priscilla hat angefangen, sich Sorgen zu machen. Da wollte ich mal nach dir schauen. Priscilla hat sich Sorgen gemacht? Wie schön. Für sie nicht so sehr wie für dich. Gehen wir. Hast du nicht gehört, was da drinnen vor sich geht? Wir müssen Polly helfen. Warum landen schöne Frauen bloß immer bei solchen Arschlöchern? So nämlich. Hä? Keine Ahnung. Geh zurück. Das ist absolut recht. Die Tür ein. Warte, müssen wir ihr das Haus kaputt machen? Sie hat hier irgendwo einen Zweitschlüssel. Woher weißt du, dass sie diesen Zweitschlüssel hat? Wir arbeiten ja nicht erst seit gestern zusammen. Bevor Polly sich mit diesem Hubio eingelassen hat... Hubio? Hast du sie oft besucht? Habe ich mich hier verkrochen, wenn Priscilla und Polly im Rosmarin und Thymian geprobt haben. Sie haben Tanznummern einstudiert und ich habe komponiert. Also ist Polly nicht eine deiner... Ich trenne Geschäft und Vergnügen stets sorgfältig. Und Priscilla ist die Ausnahme? Die sich ja sorgt um uns, wie du gerade sagtest. Also genug geschwätzt und frisch ans Werk. Gut, suchen wir den Schlüssel. Als ob er einen Schlüssel bräuchte, ganz ehrlich. Was gefunden? Nicht hier. Okay, da war er nicht. Hätte aber wäre auch zu schön gewesen. Nein. Nicht hier. Da. Ah, der Schlüssel. Habe. Hab schon. Junge, hör auf, ich hab ihn. Verdammt. Wo würde sie... Was zum Teufel soll denn das? Raus aus meinem Haus! Pass bloß auf und lass die Frau in Ruhe. Ja, zum... Das ist meine Verlobte! Aber nicht dein Eigentum. Ich liebe sie. Ich lasse nicht zu, dass sie im Bordell den Hintern schwingt. Jetzt mal langsam. Hier liegt eindeutig ein riesiges Missverständnis vor, das ich im Handumdrehen aufklären kann. Schieb dir deine Ausreden in den Arsch! Verpiss dich, sonst spalte ich dir den Schädel! Ich hab dich höflich aufgefordert. Du wolltest bloß nicht hören. Und ich bin nicht der Typ für zweite Chancen. Halt dich da raus, Mutant! Sonst ist es am Ende noch dein Schädel, der eingeschlagen wird. Meine Herren, bitte! Da, bitte. Ein Wort zu viel. Schlag die! Das ist kein gut Kirschenessen mit Geralt. Los! Wie lange soll ich noch warten? Oha! Hat Geralt gerade gefurzt? Mark, grüß dich. Guten Abend. Z.
Zack. Nein, bin unschuldig. Tut mir leid, Liebes. Gerard lässt sich manchmal hinreißen. Ach, vielleicht ist es besser so. Bei der Schlägerei hatte ich gar kein Mitleid. Das heißt dann wohl, dass ich mir die Gefühle für Hubio nur eingebildet hatte. Du bist nicht sauer? Nein, dankbar. Ich brauchte wohl einen solchen Schock, um zu merken, dass es mit Hubio und mir nicht funktioniert. Ich würde gern mal was Neues versuchen. Wäre froh, mit eurer Revue anzufangen. Wunderbar. Dann sehen wir uns im Rosmarin und Thymian. Meine mag ich aber gerne, Riechi, meine Fürze. Wir sollten zum Rosmarin zurückgehen. Alles gut bei dir? Priscilla macht sich bestimmt Sorgen. Ich muss noch bei Rautleck vorbei. Bei dem habe ich vor kurzem neue Plakate bestellt. Aber Hubio hat die alte Version gefunden. Verfluchter Künstler. Der wird was erklären müssen. Das ist pervers. Hä? Also, ich kenne keinen, der sich vor seiner eigenen Furz ekelt. Soweit ganz gut. Danke und dir? Ja, auch soweit. Passt. Ja. Bisschen hungrig, aber das geht ja weg nachher. Im besten Fall. Wer ist Rautleck? Nie von ihm gehört? Henry Rautleck, berühmter Porträtmaler. Du hast einen Porträtmaler damit beauftragt, deine Plakate zu malen? Er ist ein alter Freund und er brauchte das Geld. Und ich fand, dass wir neue Plakate brauchen, um für die Eröffnungsvorstellung zu werben. Die Plätze füllen sich nicht von allein, weißt du? Ich gehe zu Rautleck und du gehst zum Rosmarin zurück. Sonst reißt Priscilla mir den Kopf ab. Wirklich? Würdest du hingehen? Nein, ich beliebe zu scherzen. Sag mir, wo ich ihn finde. Am Hafen. Bis bald also. Warum nachher? Nein, nach dem Stream esse ich was. Dann. Mal schauen. Brot. Ich denke, heute wird es mal Brot sein abends. Frisches Brot habe ich da. Weißt du, was es gibt? Finde Rautleck und hol die Plakate von ihm. Machen wir. Junge, ist ja wie bei Larry hier gerade. Ich habe das Gefühl, hier sind heute auch besonders viele Ausrufezeichen auf der Map. Sind wir hier richtig? Ja. Viel Aufregung über viel Regen. Was gibt es? Ja, ich denke mal Brot. Ich habe zwar noch eine Pizza da und so, aber ich denke mal, heute gibt's Brot. Ich suche Rautleck. Schön Käse. Der verdammte Halbling hat Schulden bei der halben Stadt. Ich hole mir meine, bevor der Kadaver komplett abgenagt ist. Es reicht nicht für alle, also schwör ab. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Nur nicht so ganz so pervers. Pervers nicht, aber beleidigend ist es hier auf jeden Fall. Nehmt, was ihr wollt. Ich bin nur wegen ein paar Plakaten hier. Bist du taub? Hast mich nicht gehört? Das gehört jetzt alles mir. Verpiss dich, Mutant. Oh, und ich hab gedacht, wir können das friedlich klären. Das wirst du bereuen, Mutant. Na, wie lange soll ich noch warten? Ach, Kinder, was wollt ihr denn? Speicher gleich mal. Sag mir, was du willst. Speicherst du selber auch, aber. Plakate. Hier sind aber keine scheiß Plakate. Und Rautleck? Wo ist der? Wie immer, auf dem Anwesen der Wegelboots. Die letzten Kronen verwetten. Na, war doch ganz einfach. Warum habt ihr das nicht gleich gesagt? Ja.
Sprich mit Rotlick in Anwesen Wegelbunds. Okay. Paul, okay, das ist ein paar Schritte mehr. Gucken, ob wir hier, haben wir irgendwo einen Schnellreisepunkt hier? Ich mache heute mal ein bisschen mehr mit Schnellreisepunkt. Dann werde ich mal noch ein bisschen was schaffen, weil es ist nicht mehr so viel Speicherplatz. So, dann düsen wir da mal hin. So. Da. Okay. Oh, schön hier. Waren wir hier schon mal? Bist du Rautleck? Henry Rautleck, Künstler, Junge, Maler, Schöpfer so klein. Und Märtyrer meiner Kunst. Zu deinen Diensten. Rittersporn schickt mich. Oh ja, sag ihm, dass seine Plakate fertig und sicher versteckt sind. Aber ich kann nicht nach Hause gehen, weil mir da eine Bande wütender Gläubiger auflauert. Einem bin ich begegnet, glaube ich. Dann kennst du ja meine Zwangslage. Und jetzt hat Graf de Louverten mir in Aussicht gestellt, alles zurückzugewinnen. Ich soll auf ein Rennen wetten. Großzügig. Das könnte sich nicht jeder leisten. De Louverten ist ja auch nicht irgendwer, sondern der jüngste Sohn von Herzog Sein. Aus der bekannten Juwelenhändlerfamilie. Eine Schuld mehr oder weniger bedeutet ihm nichts. Worum machst du dir denn Sorgen? Das ist deine Chance, wieder auf die Füße zu kommen. Ich habe in letzter Zeit so oft Pech. Wenn ich De Louvertens Angebot annehme und verliere, bin ich ihm für immer ausgeliefert. Machen wir es so. Ich nehme teil, du wettest auf mich, gewinnst, zahlst deine Schulden und gibst mir die Plakate. Bist du so ein guter Reiter? Jedenfalls nicht der Schlechteste. Sag dem Grafen, dass du das Angebot annimmst. Letztes Mal habe ich mich verritten. Nee. Letztes Mal habe ich mich verritten. Da bin ich irgendwie falsch abgebogen, ne? Aber diesmal nicht. Diesmal machen wir so eine Fax nicht. Diesmal werden wir durchziehen. Nicht so wie gestern beim Faber's Live, ey. Okay, warte kurz. Kurz hier ein bisschen einkesseln und weiter jetzt. Oh, das siehst du eben gerade, wusste ich auch schon wieder nicht, was los ist. Wenn man sich hier verreitet, dann geht's eigentlich, ne? So. Danke. Das hätte ich nicht erwartet. Darf ich fragen, womit ich deine Großzügigkeit verdient habe? Sagen wir einfach, dass ich hin und wieder gerne eine gute Tat tue. Können wir jetzt diese Plakate holen? Ich bringe sie ins Rosmarin und Thymian. Sobald ich meinen Verpflichtungen nachgekommen bin. Prima. Wir sehen uns dort. Verschwinde! Gut. Kehr zu Rittersporn zurück. Neuer Gegenstand erhalten. Oha. ...35 Ausdauer.
Okay, das ist ja lächerlich. Ich habe 50 Ausdauer. Ja, sehr geil. Wollen wir da zu Fuß hin oder? Nee.